Heute geht's im Pure Restaurant richtig heiß her, denn wir kochen heute eine Chili-Kokosuppe. Ja, und das Capsaicin aus der Chili, das hat ja eine jede Menge gesundheitsfördernder Aspekte. Es regt zum Beispiel die Durchblutung an, wirkt antibakteriell und heizt unseren Stoffwechsel so richtig ein. Also man könnte fast sagen, es ist eine Art Schlankmacher-Gewürz. Und wie immer schauen wir uns jetzt an, wie das Ganze funktioniert. Wir brauchen für unsere Suppe als erstes einmal eine große Zwiebel, Knoblauch und Ingwer. Das Ganze müssen wir jetzt schälen und grob hacken. In einer Pfanne werden diese Zutaten jetzt mit etwas Olivenöl angeschwitzt. Und jetzt brauchen Sie das Zitronengras. Und Zitronengras entfaltet sein Aroma besonders dann gut, wenn es leicht zerdrückt wird. Und das machen Sie am besten mit dem Rücken eines Messers und das klopfen Sie einfach auf das Zitronengras drauf. Und jetzt fehlt natürlich die Chili. Grob gehackt kommt die natürlich auch mit in die Pfanne. Chili gibt es ja in unterschiedlichen Schärfegraden und ich würde sagen, Sie testen einfach, wie weit Sie bei dieser Suppe gehen wollen. Ja, und jetzt brauchen Sie etwas Weißwein. Mit dem wird das Ganze jetzt in der Pfanne abgelöscht und etwas einreduziert. Nun kommt der Gemüsefond und natürlich die Kokosmilch dazu. Und Sie brauchen etwas Zeit. Nicht so lange, 15 Minuten reicht es, wo das Ganze vor sich hin köcheln kann. Und jetzt ist besonders wichtig, dass Sie das Zitronengras wieder aus der Suppe herausnehmen, weil das können Sie nicht mit pürieren. Und das müssen Sie jetzt mit der Suppe machen. Nehmen Sie einen Pürierstab, pürieren Sie das Ganze durch und danach muss es nochmal durch ein Sieb hindurch passiert werden, damit die Suppe schön fein wird. Jetzt fehlt noch Pfeffer und Salz und schon können Sie das Ganze anrichten. Besonders lecker schmeckt es mit ein paar angebratenen Garnelen und besonders gut aussieht das Ganze, wenn Sie die Garnelen auf ein Holzspießchen stecken und mit zur Suppe dazu dekorieren. Ja, und natürlich können Sie auch diesmal wieder dieses Rezept nachlesen auf unserer Website unter www.pure-salzburg.at. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal im Pure Restaurant und da freue ich mich auf Sie. Guten Appetit!